Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Ja, wir dürfen jetzt nicht hakeln, ne? Sonst schalten die Leute ab gleich nach 2 Sekunden. Ja, das stimmt. Ja, wir dürfen nicht hängen, aber wir hängen immer wieder zwischendrin mal so ein bisschen, ne? Das liegt an den Themen. Das liegt an den Themen, das stimmt, ja. Das ist ja nicht immer was virulent, sozusagen, ja. Ja. Ich hab mich heute Morgen schon heftig erregt über einen Bundestagsabgeordneten der SPD, ein Arbeitsmarktexperte, Rosemann oder so. Mein Gott, hat der Ahnung von Arbeitsmarkt. Er hat das studiert, ja, und hat dann zu den neuen Bürgergeldvorschlägen von Hubertus Heil gelobhudelt, obwohl das der gröbste Unfug ist, den sie in der letzten Zeit rausgelassen haben. Also, ich kann da nur den Kopf schütteln. Naja, also ich bin für Sanktionen für die paar wenigen, die es dann treffen wird, weil es gibt da so ein paar Hartleibige und die brauchen mein Geld wirklich nicht. Dann, die sollen dahin gehen, wo sie hergekommen sind. Ist mir scheißegal. Ja. Die meisten finden Arbeit, die meisten wollen Arbeit, ganz viele werden aber gehindert zu arbeiten. Und da müsste die Politik mal was machen. Ja. Also Die ich wäre vielen ja Mütter mit froh. Kindern, die nicht arbeiten können, weil es keine Ja. Kita-Plätze gibt und da liegt der Hase im Pfeffer. Da können wir Arbeitsmarktexperten kommen in Kohorten. Das interessiert mich nicht. Ja, bin ich ganz bei dir. Ich finde auch im Bundestag sollten die endlich mal anfangen zu arbeiten und eine gescheite Politik machen und sich nicht jedes Mal von dem Lindner wieder irgendwo hinschicken lassen. Und der Heil ist wirklich seit Gerhard Schröder mit von der Partie. Hartz ja, rein aus die Kartoffeln, Hartz nein, raus aus die Kartoffeln, Hartz ja, rein in die Kartoffeln. Der Typ ist total überfordert. Und das Ergebnis sieht auch entsprechend aus. Also ich finde, das ist eine Zumutung für die Arbeitslosen, die Politik, die da gemacht wird. Und naja, also man kann es noch toppen. Söder, oder wie heißt dieser Typ? Söder, dieser bayerische Kasper. Der gibt ja jetzt den Orban. Die Grünen, mit denen kann man überhaupt nicht koalieren. Ja, also diese ganzen Umweltkatastrophen, die in seinem bayerischen Land stattfinden, die gibt es ja gar nicht. Das ist alles nur dummes Geschwätz. Koalieren nur mit sich selber oder mit der AfD. Also ich finde, der Söder ist nicht mehr tragbar, der muss mal zurücktreten. Das ist überfällig, ja. Wie man sich Nicht. so einen Ministerpräsidenten leisten kann. Meine. Also Weidelknecht und er sagen ja dasselbe. Die größten Feinde unserer Demokratie sind die Grünen. Beide sagen dasselbe. Und Söder hat ja nur ein Problem. Er kann Österreich nicht eingemeinden. Er kann also nicht nach Ungarn gleich durchmarschieren und Shakehands machen mit dem Ja, Orbán. Ja, ja. das leider, da hat er ein bisschen. Funktioniert nicht so. Nee, und die 30% oder 29% FPÖ reichen auch nicht aus, nee, ich bin froh, wenn die CSU jetzt mal unter 30% fällt. Dann hat wahrscheinlich auch Söder sein Ziel erreicht. Dieses ständige Gejammere ist ja nicht mehr zu ertragen. Bayern kommt nicht mehr an seine Gelder und Bayern kommt hier nicht mehr und Bayern kommt da nicht mehr. Die sollen sich mal dran gewöhnen, dass die Amigo-Zeiten vorbei sind. Ja, und die Zeiten von CSU-Verkehrsministern auch, wo die Milliarden in die Autobahnen geflossen sind und. Die Und wenn man bayerischen Autobahnen. überlegt, was der Rest der Bevölkerung an Schwierigkeiten eingeht, damit der grüne Strom, der in der Nordsee produziert wird, bis nach Bayern kommt, Ja. dann sollten die Bayern ganz schön demütig sein. Ganz schön demütig. Ja. Bin ich vollkommen bei dir. Ja. Die Bayern wollen aber alles haben und nichts geben. So ganz typisch. Ja. Ich erinnere mich an die Wiederaufbereitungsanlagen. Die sollten dann ja auch am besten in Niedersachsen stationiert werden, bei dem Atomstrom, den der Söder ja immer wieder noch ins Gespräch bringt. Aber das ist ein Dummschwätzer. Also anders kann man es nicht sagen. Mir Pelzer ist auch Dummschwätzer. Und ich verstehe nicht, dass die Leute ihn wählen, ja. Also das Weil ist die Leute es nicht begreifen und weil sie es nicht glauben. ja.
Ja, bestes Beispiel doch, damit wir mal ein bisschen von diesem Arsch runterkommen. Da, das ist aber ein Arsch, darf man ja nicht sagen. Nee, ja, verstehe. Der gute Donald Trump hat ja behauptet, der Biden hätte diesen Hurricane überhaupt gemacht. So, was sage ich dazu? Man kann das auch bei mir dann nachlesen. Trump ist ein Loser, Unglaublich. Trump ist weil wirklich. er kann keine Hurricanes Ja. erzeugen. Ja. Aber Biden ist gut, der kann es. Ja, das stimmt. Da muss ich jetzt dir voll beipflichten, wenn man das gesehen hat, was der Trump da loslässt, ja, dann ist das wirklich ein Zeugnis der eigenen Unfähigkeit. Das ist anders nicht zu beschreiben. Söder schafft das auch noch, bin ich mir ziemlich sicher. Die deutsche Ja. Politik ist aber insgesamt heftig, ja. Also die Chinesen verkünden heute, sie legen ein Investitionsprogramm auf, ja. Ja. Das sind dann nicht so schlappe 450 Milliarden wie der deutsche Haushalt, sondern da geht es dann um ganz andere Summen. Ja, da macht man halt mal was, damit es in die Zukunft geht, ne? In Deutschland hat man eine Zukunftsbremse, die Christian Lindner wie ein Don Quixote verteidigt, ja, immer wieder gegen die Windmühlen anrennen, bloß nicht in die Zukunft. Nee, nein, das Pferd, die Jolante ist doch längst tot. Ach Der kommt noch so. nicht mal bis hin zu dem Flügel. Erst auf halbem Weg bleibt er stecken. Nee, Ja? das stimmt, ja. Aber das hat Lindner noch nicht gemerkt. Also, wenn dein Pferd tot ist, steig ab. Aber mit Lindner weiter, wir brauchen eine Zukunftsbremse. Wichtig, wichtig, wichtig. Ja, die FDP, die macht den Mühlen Beine. Dass die Mühlen ihnen entgegenkommen und ihnen ins Messer oder in die Lanze laufen. Pass mal auf, so weit Ja, ist das. genau. Ja. Und die Journalie ist ja auch wieder gnadenlos. Während Zelensky sich vor Unterwürfigkeitserklärungen und Dankbarkeit kaum noch ordentlich verkauft, Ja, ja, ja. kritisieren die Olaf Scholz. Es ist nur noch peinlich. Ja, das, naja, das der Medien, da kann man wirklich nur noch lachen. Das ist also hart an der Grenze des Erträglichen. Ja? Und diese Konsorten Lanz und Co. Hast du ja auch einen schönen Beitrag wieder gebracht mit unserem Freund Schramm. Muss man sich angucken. Ja? Also Lanz und Co. gehören dann noch zu den Propagandisten dieser reaktionären Politik. Braucht kein Mensch. Aber wir können es empfehlen. Guckt es euch an, wenn ihr sehen Das sind wollt. nur 1,5 Minuten. 1,5 Minuten, Georg Schramm im Mainzer Unterhaus. Und im Publikum sitzen sie alle. Das war 2012. Von Julia Klöckner, noch Jugendbildnis, bis hin zu Rainer Brüderle, bevor er von der Bühne gefallen war. Und wie sie alle heißen, sind alle mit dabei und alle gemeint. Politiker eurer Couleur, sagt er. Und nichts ist Genau. passiert. Das war vor 12 Jahren, Da ja. ist nichts passiert und Habeck macht jetzt genauso weiter. Ja, Industriepolitik ist für den ja auch ein Fremdwort. Ja, er merkt langsam, dass er bei ein paar Sachen aufs falsche Pferd gesetzt hat. Aber Industriepolitik hat er auch noch nicht verstanden. Man kann er ja auch nicht. Man muss ja zugeben, Industriepolitik wäre eigentlich europäische Sache und von der Leyen ist ja jetzt auch nicht gerade die gesegneteste aller Politikerinnen. Statt dass man da mal in Zukunft in Grün, in Nachhaltigkeit, in Umwelt vernünftig und im großen Maßstab investiert, in Bahn, in Infrastruktur, nix. Wo ist er denn, der Herr Habeck? Ja, Herr Habeck hat es ein Minister ohne Land, ohne Geld. Ja, beides. Ganz klar. Ohne Land, ohne Geld und bald auch ohne Wähler. Wir mal schwer hoffen, dass die Leute merken, was es für eine Platzpatrone ist. Also, Anders. Aber die Schwätzer nehmen ja nicht ab, ne? Heute auch so ein FDP-Mensch aus dem Bundestag. Ja. Wegen Corona-Aufarbeitung, da streiten die sich jetzt um die Art und Weise, wie aufgearbeitet werden soll. Und er verliert sich nur in Phrasen. Durch das ganze Interview sagt er nur, dass alles andere verkehrt ist und dass die Bundesregierung die anderen Parteien versagt Ja. haben und was weiß ich. Und er Ja. will keinen Bürgerrat dazu. Das wäre nicht hilfreich. Erklärt aber nicht, warum nicht. Er will eine Enquete-Kommission, wahrscheinlich, weil es da extra Geld gibt oder weil man Ja, sich dort länger natürlich. halten. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, was das soll. Ohne zu merken, es kommt nichts. Ja. Auf die Art und Weise, was die FDP will, kommt nichts und dann Ja. kommt auch keine Aufarbeitung. Dann nehme ich doch die Aufarbeitung, die machbar ist. Ja. Ja.
Ja, Mann. Man muss mal die zur Rechenschaft ziehen, die aber Millionen, wenn nicht sogar Milliarden verschwendet haben, wie dieser Spahn oder wie der Typ heißt, ja, Masken gekauft, ohne dass man sie, ja, nicht ohne dass man sie gebraucht hätte, aber ohne dass man vernünftige Preise verhandelt hätte, Impfstoff gekauft, ohne dass man weiß, wohin der gehen soll und, und. Beatmungsgeräte Beatmungsgeräte, genau. Ja. bezahlt, ohne dass die geliefert wurden, ja? Ja, genau. Das ist ein Skandal, ja. Und der Typ wird jetzt immer noch als die Crème de la Crème der CDU verkauft. Naja, also wer das nötig hat, möge sie wählen. Wählt CDU und Spahn. Ja. Oder Fritz Merz. Augen zu, CDU. Augen zu, CDU, genau. Naja, das geht ins Wochenende, Jungs und Mädels. Der Rudi und ich, wir arbeiten durch. Ja. Also ihr müsst auch morgen wieder mit uns rechnen. Ja, was ein Pech aber auch. Die lassen einen noch nicht mal am Sonntag. Ja, ihr geht ja sowieso nicht in die Kirche, also könnt ihr auch uns gucken. Genau. Und abonnieren nicht vergessen. Ja.